Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, es wird schon scharf geschossen, ich muss mich beeilen. Die Anführer der Rudel, des Rudels, der Unternehmer sind schon vorgestimmt, um ja, die Jünger aufzuhalten. Die Ausdauer ist zu wünschen übrig, es ist aber nicht so. So, das Blümchen nehmen wir mit. Was haben wir denn da? Einen Kratler. Einen Kratler. So, ich schieße den ins Bein. Dann, Edda, bitte dein Auftritt. Du darfst auch helfen. Jawohl. Hat's hingehauen? Nein, ich glaube nicht, ha? Der dobt sich gerade. Schön. Servus. So. Ah, ich habe keine Energie mehr. Das ist allerdings schlecht. Jetzt vielleicht? Ja. Sauber. Ich sollte mich vielleicht einmal verstecken. Ah, Bömmchen. Hallo, hallo. So geht das aber nicht. Da. Weg mit dir. Au. Ich sollte mich mal heilen. Heilen. Habt ihr es mal zum Heilen? Warte, stopp, langsam. So. Hilfsmittelchens. Ich brauche was zu essen. Und zwar dringendst. Was hätten wir noch Gutes? Eine Gemüsesuppe. Weißt du was, die nehmen wir. Da haben wir eh so viel, die nehmen wir. So. Das passt. Mahlzeit. Ich glaube, wenn wir... Oh mein Gott. Aua. Ich glaube, wenn wir drei nehmen... Ja, sicher. Wer schießt hier bitte mit Bömmchens? Da oben ist so ein Kratler. Ja, sehr auskalt. Kriege ich dich da jetzt? Irgendwie, was zielst du an? Spielt der gerade ab? Sauber. Na, erwischt man denn nicht? Ach, da werde ich, glaube ich, ein Scharfschützen mehr brauchen. Das wird so nichts werden. Also, Waffe wechseln. Scharfschütze, bist du? Ja. Wird's jetzt besser? Na, so vielleicht? Ich glaube, wir haben es erwischt. Wir haben nichts erwischt. Haben wir jetzt was erwischt? Jetzt haben wir gleich was erwischt. Ich glaube nicht, ne? Da war er tot. Hallo, hallo. Ich sehe schon. Nicht mehr atmen, bitte. Wo ist er denn? Nicht mehr atmen. Das gibt's ja nicht, dass man gar nichts erwischt. Hallo? Haben wir ihn jetzt erwischt? Ja, wir haben ihn erwischt gehabt. Super. Was? Da ist hier niemand, oder? Nö. Komm mit, Edda. Die Post geht ab. Rein da. Kann man irgendwo rauf noch? Nö, ne? Da ist sonst nichts. Nope. Nee, nee. Außer hübsche Blümchen. Ah, da will ich jetzt nicht runter. Gut, dann gehen wir rein, ne? Ab ins Kraftwerk. Nanu? Geht ja. Geht ja, geht ja, la la la. Jetzt schon rum, ne? Tap, 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 tap. Hallo, schau mal, ich schieß dir mal in den Rücken. Puff, puff, puff. Wo geht's da rauf? Hallo? Runter geht's, aber rauf nicht wirklich. Was? Was zum Teufel? Stimmt das da unten? Müssen wir rauf? Müssen wir runter? Irgendwo wird geschossen? Oh mein Gott, oh mein Gott.
Wieso habe ich nie genügend Ausdauer? Das gibt's ja nicht. Putze fix. Jawohl. Das gibt's doch nicht. Was rennt. Ich dachte, ich was, da rennt ein Ghoul vorbei? Nein. Warte mal. Oha. Brand, handgefertigt Gewehr. Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Ja, das ist aber auch nicht schlecht, ganz ehrlich gesagt. Na du? Ich renne da einfach wild durch die Gegend, looten und so, ich weiß, aber, die sind alle so schnell, die werden da gleich alles aufräumen und dann kriege ich keinen einzigen Erfahrungspunkt. Ich dachte, ich loot später. Ja, geht es schon rum, ne? Was bitte haben sie denn jetzt schon wieder gemacht? Sind sie jetzt oben oder unten? Natürlich unten. Das ist ganz schön furchteinflößend. Da drüben ist irgendwer. Was nehmen wir denn? Das da? Ich habe keine Energie. So. Au, au, was? Da oben? Ah, falscher Knopf. Da oben. Ins Bein. Nein, den Arm, so. So, Ruhe ist. Sauber. Eine Lösche. Was haben wir denn hier noch Tolles? Eimer, ein Jungles. Eine Laserpistole. Schau, die schießen schon rein. Das ist das, was ich meine, ne? Looten kannst du mal vergessen. Arr. Ja, ich, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ehrlich gesagt, ich, keine Ahnung. Zu viel? Ich trage schon zu viel mit mir rum. Hör auf. Edda, komm her, bei Fuß. Hey, wie kann ich dich? Du musst mit mir handeln. Kannst du Ihre Last etwas verringern? Ja, will ich. Und zwar, das kriegst du und die und die und na, die nicht. Das und dies und das und das. Und dieses und jenes. Warte. Oh, mein Bein ist kaputt. Jetzt sehe ich das gerade erst. Oh, oh. Oh, ups. Ups, kaputt. Macht nix. Hilfsmittelchen, diverses. Ich glaube, die Aufnahme hat sich gerade wieder aufgehängt. Für den Fall, dass dies der Fall sein sollte, werde ich selbstverständlich wieder schneiden. Ja, irgendwie habe ich da ein gröberes Problem. Die Techniker kommt aber nicht. Also der Techniker meines Vertrauens kommt aber nicht dahinter. Wenn es ganz blöd laufen tut, kann ich dabei leider nichts aufnehmen. Ich hoffe, dass er jetzt gleich mal dahinter kommt. Also solange das Programm wieder von neu startet, ja, bin ich nicht so böse, sage ich mal. Ja, ich lutsche, ich weiß. Ich kann jetzt, das ist schon so mit drin. Halt, Edda, fahr, gib Gas. Das sind Erfahrungspunkte für uns. Wo ballern die denn schon wieder? Hallo? Rauf oder runter? Ist ja unfassbar, nehmen wir das aber mit. Geh mal. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Ich hätte da mitlaufen sollen, wäre schlauer gewesen. Toll, wo sind wir denn da? Hallo? Wo muss ich denn da hin? Ich bleib schon wieder irgendwo hängen. Ich glaube, das war die andere Treppe. Den anderen Aufgang, den ich nehmen hätte sollen. Ich kenne mich nicht mehr aus. Einmal runter, einmal rauf. Es ist da drüben, da, wo ich hätte es entfolgen sollen. Aber ich glaube, ich bin gar nicht mal so falsch. So, du Arsch. Natürlich. Ist hier einmal was? Edda, natürlich, die Edda, Alter, die wird verballert werden. Müsst das bitte abnehmen? Ich bin mir da gerade nicht so recht sicher.
Nein. Das. Der hält nur. Wow. Der hält nur so viel aus, ich muss essen. Runter mit dem Zeug. Wo bin ich denn? Du Kratler! Jawohl. Jetzt bleibe ich erstmal bei ihnen. Aha, da um die Ecke. Ich dich sehen. Ah, mein Bein. So, nochmal. Geht das? Ah, hier schon hin. Alter Schwede. Wohin jetzt? Runter, okay. Ich folge denen jetzt mal. Gelootet wird später. Das geht momentan nicht. Irgendwie sind wir nur zu zweit. Wo ist denn der Rudeltyp? Der Anführer vom Rudel ist jetzt draufgegangen oder draußen stehen geblieben. Entschuldigung, ich muss mal lesen. Das passt dir ganz toll. Was? Ich nicht. Was haben sie denn da jetzt gesprengt, bitte? Haben wir ihn getroffen? Ich habe keine Ahnung. Jawohl. Alter. Da fliegen die Fetzen, mehr kann man nicht sagen. Ach, Gottchen. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo die hin. Oh Gottes Willen. Hinterher. Nichts wie hinterher. Lauf, lauf, lauf. Alter, Alter, Alter. Darüber, darauf. Links, rechts. Alter, bis wir da alles gelootet haben. Da ist wieder so ein Kratler. Jawohl. So. Nichts erwischt. Jetzt vielleicht? Servus. Natürlich. Komm, Ausdauer, weg. Mach. Der Wischi soll er nicht. Der hält zu viel aus. Du spinnst, der. Da wäre echt gut ins Bein zu schießen, oder? Kriegt er dann mehr Schaden? Nein. Das kannst du mal vergessen. Der macht unsere Waffe 2 Punkte Damage. Oh mein Gott. Friss rein in deinen blöden Schädel. Herrschaftszeiten. Runter mit der Suppe. Das gibt's ja nicht. Wie viel hält die denn aus? Der ist einmal weg. Und du da unten? Super. Alter. Jetzt aber. Kruze Türken. Seid's noch vollzählig? Zwei. Ich hoffe, das passt. Ah, hier rauf. Wo stecke ich mir jetzt schon fest? Ah. Na dann rauf hier, ne? Das ist ja unglaublich. Hui. So, und jetzt? Das wird richtig wehtun. Raus, rüber, rüber, runter, lauf. Da ist sie. Misha. Eda, du darfst ruhig mitballern. Ja. Baller, baller, baller. Jetzt sind wir beim Ballermann. Ah, 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 na, Ballerfrau. Ja, sag die Zement. Was schießt mit der Grüne? Das ist ekelhaft. Das ist diese Rotz wahrscheinlich. Du nervige Alte. Ich konnte dich. Sowieso. Alter! Ich konnte dich sowieso nicht leiden, du alte Mistkuh. Ah, jetzt ist es aus. So. Sind wir jetzt fertig hier? Da ist jetzt er, jetzt fehlt der andere irgendwie. Ist der andere jetzt gestorben? Hoffentlich nicht.
So, du Transka, du Blöder. Kontrollraumschlüssel haben wir bekommen. Okay, ich bin schon überladen. Edda, bei Fuß, Mädel, komm. Pff, na, wir sind eh zu dritt. Passt. Hey, gerne. Bitte nimm mir was ab. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Ja, genau. Sehen wir uns mal so an. So, bitte nimm das alles. Ich kann es nicht mehr schleppen. So, dieses, da kannst du alle drei haben. So viel zu 200 Schaden, das habe ich gemeint mit 200 Schaden. Entschuldigung. Wieder mal ein bisschen vertan, aber nur ein bisschen. So. Nimm das ganze Zeug. Wie soll ich denn das da mal rausschleppen? Puh. Edda ist auch schon voll, wie ein Christbaum aus ist. Gut. Nichts mehr mit schleppen. Das heißt, wir müssen darunter. Wo ist der Eingang? Da. So, da la. Licht wäre nicht schlecht. Ja, schon viel besser. Und Knöpfchen drücken. Und die Lichter gehen an. Ja, schön. Ein Feuerwerk für uns. Super. Das Feuerwerk, das haben wir uns redlich verdient. Sehr schön. Weil, was haben wir da noch Schönes? Weil dieses Feuerwerk können wir schon mal genießen, denn die Powerrüstung ist jetzt zum Greifen nah. Auf Anweisung der Geschäftsleitung müssen alle Vorfälle korrekt dokumentiert werden, um die Haftung im Fall eines Zivil- oder Strafprozesses zu mindern und minimieren. Genau. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Schritte unternommen werden. Vorfallsbericht. Auf Anweisung der Geschäftsleitung. Ja, nochmal dasselbe, bla bla. Gut. Bericht. Da fangen wir unten wieder an. 0670. Das schaut aus, wenn der erste wäre. Alle in die Firmenzentrale gesendeten Berichtstaten. Bewahren Sie bitte in Kopie von vor Ort gemäß Vorgang 023C auf. Das war's. Der nächste Bericht. Ist das immer dasselbe? Art des Vorfalls, erzwungene Abschaltung, geschwärzt. Meldender Mitarbeiter A. Berkeley. Anmerkung, kritischer Ausfall von geschwärzt. Aufgrund einer Reihe von Ereignissen, angefangen mit einer geschwärzt Blockade im sekundären Pumpsystem, gefolgt vom Rof in geschwärzt, das in der offenen Position festsaß. Dies führte zum Verlust von geschwärzt Kubikmeter Kühlmittel und möglicherweise dem Auslaufen von geschwärzt in den Fluss des Parks. Aktualisierung: Die Überprüfung dieses Vorfalls hat ergeben, dass keine schwerwiegenden Fehler vorliegen, dass der Vorfall fälschlicherweise als Fehler der Klasse 1 angegeben wurde. Es sind in Wahrheit aber lediglich um ein Ereignis der Klasse 7 handelte. Ach so, ein Tippfehler. Der Betrieb im Park kann normal fortgesetzt werden und der Vorfall sollte die Eröffnung der bevorstehenden Saison auch nicht beeinträchtigen. Wahrscheinlich lief es wieder mal ganz anders, ne? Nächster Eintrag, Bericht besser gesagt. Art des Vorfalls, anhaltender Spannungsabfall. Galactic Zone. Meldender Mitarbeiter A. Berkeley. Anmerkung, Spannungsabfall von 90 Sekunden, der zu elektrischen, mechanischen Fehlfunktionen in der gesamten Galactic Zone führte. Fehler konnte auf Erbrochenes auf den abgestürzten Kabeln beim Handy-Scrambler zurückgeführt werden. Es wäre empfehlenswert, alle wichtigen Systeme mit Spritzschutz zu versehen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Sauber. Ja. Dann nächster Bericht.
Art des Vorfalls. Unerwarteter vollständiger Neustart. Meldender Mitarbeiter Otto. Anmerkungen. Systemausfall außerhalb der Öffnungszeiten führten zu einem vollständigen Neustart aller Stromreleases. Na? So. Als Hauptursache wird ein Mitarbeiterfehler genannt. C. Carlson hat seine zweite Verwarnung erhalten. Oh. Aha. Dann weiter, der letzte Eintrag. Art des Vorfalls. Ausfall der Hauptenergie. Meldender Mitarbeiter A. Berkeley. Anmerkungen. Beleuchtungstests für bevorstehendes Halloween-Spektakel. Hat den Hauptschalter deaktiviert. Sauber. Die Mitarbeiter möchten anmerken, dass es wiederholt Beschwerden hinsichtlich der großen Belastung dieses Ereignisses auf ein veraltetes Stromnetz gegeben hat, das in den letzten 7 Jahren nicht erneuert wurde. Na super. Das heißt, nichts mehr mit anzapfen. Gut, dann haben wir das. Schön, es leuchtet. Es leuchtet lichterloh. Wie soll ich denn den ganzen Schrott hier rausbringen, bitte? Da muss ich mich jetzt 12-mal hin und her porten und die gute Edda kann ich nicht mehr so viel schleppen. Die ist ja auch schon voll wie ein Christbaum. Ein Tresor, Lilein. Ich dachte mir mal, ich nehme jetzt mit, was noch geht. Na super. Ich nehme mit, was noch geht. Und hoffe das Beste. Das Blöde ist gerade, wenn ich mich jetzt hier wegborde, ne? Den Schrott, den wir noch haben, der ist ja unten. Ja. Die Waffen und das Ganze, ne? Ja. Das muss ich irgendwann mal alles wegschaffen. Nix gut. Warum zeigt mir da drüben eine Tür an? War die von da oben erreichbar? Du kannst in dem Spiel hier, ne, kannst du gar nicht groß genug, also deine Taschen groß genug bauen. Das ist gar nicht möglich. Du wirst immer, vor allem bei solchen Dungeons, wirst du immer zu kleine Taschen haben. Immer zu kleine Taschen. La li la la la. Das ist doch ein Topfen. Ram, da, ram, da, ram. So, ich probiere hier mal, was geht, alles mitzunehmen. Oh, Entschuldigung, das war ein, ich glaube, das war eine Brustplatte. Ich werde jetzt da, freilich, ich werde nur mehr gehen können. Ich werde auf dem Weg nach draußen, ja, erstens gehen und zweitens, ich werde alles mitnehmen, fürchte ich. Ja. Ich werde einfach alles mitnehmen. Es hat eh keinen Sinn. Ansonsten. Ja. Warte, da liegt noch was, ne? Ja. Na, das hat nur so ausgeschaut. Okay. Werden wir alles mitnehmen und leider halt zu Fuß den Dungeon wieder verlassen. Ja. Hilft halt nichts. So. Was ist mit dir, du Holzdruck? Ja. Ich will das Teil da haben. So. Es hilft nichts. Es hilft halt alles nichts. So. Dann gehen wir wieder runter. Da kannst du 20 Roboter mit haben, bringst du nichts. Dich hatten wir schon, ne? Ja. Dann nehmen wir das noch mit. Es ist einfach nur unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. So, halt das. Servus, Edda. So viel gelumpert. Schaffen wir das in dem Bad etwa nicht, die Powerrüstung zu holen? Dann muss ich ja fast weinen.
okay, er ist wieder toll gestorben. Die, Entschuldigung. Ah, da haben sie Billard gespielt. Ah, ich glaube, wir haben gewonnen. Aha. Oh, Entschuldigung. Also wirklich, Edda. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Schön. Das wäre auch ganz schlimm, wenn du auseinanderfallen würdest. Aha. Verdammt nochmal, ja. Nuka Power Rezept. Mhm. Schön. Das müssen wir auch mal probieren. Das müssen wir echt mal probieren. Was haben wir da? Noch ein Terminal. Eigentum von Nuka-Cola Corporation. Jawohl. Interne Kommunikation können zu Übungsbewertungszwecken überwacht werden. Super. Systemstatus. Sensorenausfall. Sensoren 0001 bis 0905. 0905, so muss ich sagen, sind offline. Einschalten des Kraftwerkes zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfohlen. Verständigen Sie umgehend das Wartungsteam des Parks. Mhm. Kommunikation der Mitarbeiter. Ja, fangen wir halt mal an von oben, oder? Kernschmelze vom 28.04. Ja, oder? Ist ja wurscht. Was zum Teufel ist passiert? Letzte Woche haben wir einen umfassenden Bericht eingereicht, der die Reihe von Ausfällen erklärt, die zur Kontaminierung in unbekannter Höhe geführt hat. Warum wurde die Eröffnung des Parks nicht verschoben? C. Carlson. AW, Kernschmelze vom 28.04. Also Antwort. Nach Rücksprache mit der Zentrale und der sorgfältigen Überprüfung der Vorkommnissen ist festgestellt worden, dass die Bewertung des Ereignisses der Klasse 7 fälschlicherweise erfolgt ist und dass der Vorfall nicht so schwerwiegend war, wie zunächst befürchtet. Die Zentrale hat uns versichert, dass alles großartig läuft und wir eine tolle Saison haben werden. Sie bitten jedoch alle, die Seiten 94 bis 107 des Mitarbeitervertrags sorgfältig zu lesen, besonders im Hinblick auf die Veröffentlichung von Informationen über ihre Arbeit im Park. Die Zentrale möchte Sie daran erinnern, dass über jegliche Vorkommnisse im Park nicht gesprochen werden darf, da dies gegen die Vertragsregeln verstößt und sich die Verwaltung zu Maßnahmen gezwungen sehen könnte. Ein großes Dankeschön an alle auf ein großartiges Jahr. T. O'Connor, Personalleitung. Schön. Nira, Berkeley. Schicken Sie bitte eine weitere Nachricht. Die Nachrichtenkette nach oben. Wow. Dieser verdammte Roboter hat diese Woche dreimal gegen die äußeren Sicherheitstüren des Kraftwerks geschlagen. Dieses Ding muss neu programmiert werden, sonst passiert noch was. Können Sie sich vorstellen, wie viel Verwüstung er anrichtet, wenn er hinein und in die Nähe der Steuerung käme? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde das Ding ziemlich unheimlich. T. Reynolds. Verbesserungen? Fragezeichen. Was muss noch alles passieren? Seit der letzten Überholung und Instandsetzung des Kraftwerkes sind 8 Jahre vergangen. Ja, bist du deppert. Ist ja eine tickende Zeitbombe schon bald, ha? Irgendwie. Zumindest mal, wenn es nichts mehr, wenn Schutzmaßnahmen nicht mehr versorgt werden können mit Strom und so, ne? Das könnte dann durchaus mal blöd enden. Das war noch vor der Eröffnung der Galactic Zone und wir alle wissen, was für ein Stromfresser das ist. Sanders sagt, dass die letzte Inspektion ein Witz war, dass der Typ sich die Anlage nicht wirklich angesehen hat. Bitte was? Er saß nur im Kontrollraum und hat mit den Verantwortlichen gequatscht. Dann hat er den Papierkram erledigt und ist gegangen. Schon bald werden wir massive Probleme haben. Sollte das Unternehmen nicht lieber jetzt etwas Geld für die Modernisierung in die Hand nehmen, statt später Unmengen für Reparaturen von PR
zahlen zu müssen? Tee lassen. Ja, eigentlich schon, aber die Gedankengänge eines Chefs, zumindest des einen oder anderen, sind unergründlich. Essenspausen für Mitarbeiter, gibt es wahrscheinlich keine mehr dann. Hallo Leute, wir wurden vom Unternehmen gebeten, eine Nachricht weiterzuleiten. Die Geschäftsleitung macht sich Sorgen, dass zu viele Lebensmittel und Getränke von Nicht-Nuka-Marken von außerhalb für die Mitarbeiterpausen mitgebracht werden. Ja, ist ja freilich, wenn ihr lauter Klumpert produziert. Vor allem das Quantum. Sie bittet an alle Mitarbeiter dafür, darüber nachzudenken, ihre Pausensnacks direkt im Park zu erwerben. Dies ist aktuell nicht verpflichtend, sondern nur ein Vorschlag. Bei Fragen bin ich derzeit, jederzeit erreichbar. Ah, Berkeley. Die Mitarbeiter wissen es halt besser. Zusätzliche Schichten verfügbar. Hallo. Da wir uns am Ende der Saison, nähern, sind wir bereits unterbesetzt. Außerdem wurde Carlson gefeuert und ich wollte bekannt geben, dass zusätzliche Schichten für diejenigen verfügbar sind, die sich noch was dazu verdienen wollen. Wir verdoppeln die Anzahl der Mitarbeiter hier im Kraftwerk in den letzten 4 Wochen der Saison. Mit dem Halloween-Spektakel als Höhepunkt des Parks, das ein wichtiges Ereignis für das Unternehmen darstellt, wie wir alle wissen. Wer sich anmelden will, findet die Formulare im Büro. Wir bieten 20% mehr Gehalt. Es lohnt sich also. Ah, Berkeley. Ja. Das haben wir ja schon gelesen, wie sich das alles gelohnt hat. So vielleicht. Au! So, jetzt? Jawohl. Geschafft. Ja, mit dem Zeug. Und wir gehen frisch, fröhlich weiter. Laufen kann ich ja nicht mehr. So. Verdammt, jetzt schaffe ich es echt nicht mehr in dieser Folge zur Powerrüstung. Es ist schon ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen, ne? Da soll damit wohl nichts mehr sein. Wenn ich hier und da jetzt ein bisschen Schrott oder so übersehe, sei es mir bitte nicht böse. Ich glaube, da komme ich nie rüber. Weil ich nicht mehr laufen kann. Eureka! So schaut's aus. Geht's da von hier? Aha, von hier irgendwo geht's rauf. Zumindest schaut's danach aus. Da sind wir eh schon ganz unten, ne? Vielleicht geht es ja doch aus. So, nehmen wir das ganze Klumpert doch mit. Wisst was, ich werde das da hin in den Schrank schmeißen. So, haben wir alles? Ja. Ich werde das einfach mal hier in den Spind schmeißen tun. Gleich in den ersten. Ich schreibe mir das dann auf und hole das dann mal bei passender Gelegenheit ab, wenn sie nicht zuschaut. Dann nämlich kann ich nochmal schnell hochhirschen und das andere Klumpert holen. Ich schmeiß das jetzt auch mal rein, das ist mal wurscht. So. Dann hier noch was. So, das ist mein Zeug. So, gleich haben wir's. So. Und den Schrott schmeiße ich da auch mal rein. So, rein damit. Dann gehe ich dann bei passender Gelegenheit mal abholen und dann ist gut. So, dann kann ich theoretisch streng gesehen schnell noch hier alles. Oder habe ich schon? Haben wir da wirklich alles brav? Ja, schaut gut aus. Mann, ist das schön, wenn man wieder laufen kann. Ich sag's euch, das ist richtig schön. So, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Muss jetzt den ganzen Kack weg nochmal. Na, bitte nicht. Echt jetzt? Weil ich da runtergeburzelt bin. Komm, hör auf, kann ich mich da nicht festhalten? Scheiße. Es ist jetzt aber echt nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Geht Dreck. Aber da müssen wir auch noch looten, denke ich, ne?
Ja, freilich, da ist ja auch noch mehr als genug Raffel. Meh. Meh, da ist eine Kamera da unterhalb. Ich sehe dich, Kamera. Was ist mit du? Nichts ist mit du. Da hinten noch irgendwas. Da und hier. Und da. Ach, so viel Graffel, ne? Das ist schon bald ungut. So. Haben wir hier noch was? Das nehmen wir mit. Ja. Da hast du recht, meine Gute. Jetzt muss ich wegen dem Kack nochmal ganz hoch. Puh. Nicht klasse. Da waren wir schon, ne? Das haben wir schon mitgenommen. Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus hier. Die Lampe vielleicht noch. So, und hier. Das nehmen wir auch noch mit. Boah, da ist so viel Zeug. Wahnsinn, echt. Dass da alles rausschleppen wieder. Juhu. Juhu. Da ist auch noch was. Dab, 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 dab. Bip, 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 bip. Ist hier noch was Gescheites? Na. Den haben wir schon ausgeraubt. Na, so ein Dreck. Da haben wir noch was. Das Büro hier. Die Schreibemaschine. Ah, hier war der Carlsen drin. Okay. Das war nämlich gerade Carlsen, seine Schreibmaschine. Schreibemaschine. So, gut. Lauf, lauf, lauf. Wieder runter. Ach, Herr Jemine. Was ist jetzt hier? Na, war nicht da. Verflixt. Das war hier drüben. Entschuldigung, Edda. Entschuldigung. Da. Meine Güte, also, das ist groß. Beschwerde, das ist schon bald zu groß. Pff. Na. So. Alter Schwede. Nur mehr einsammeln. Die ganze Zeit nur mehr einsammeln. Da ist noch was. Das ist ja unfassbar. Da haben wir noch was. Da ist auch noch eine Dose. Da ist, glaube ich, auch noch was. Alter Verwalter. Und alter Schwede noch dazu. Ich werde gleich wieder überladen sein, ich merke es schon. Da unten auch noch. Und der Part ist gleich vorbei. Und überladen, ne? Ja, freilich. Alter Schwede. Ich werde das hier alles einsammeln, ja? Dann müssen wir uns das nicht mehr anschauen am nächsten Part. Und bring das Ganze dann einfach mal... Wohin denn? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal Sanctuary Hills. Da geht's auch weiter. Bist du gescheit? Ich denke mal Sanctuary Hills werde ich das bringen. Und ich werde mich dann im nächsten Part nochmal zum Star Control gleich hinporten. Dass wir das gleich mal so besprochen haben. Werde den letzten Starkern holen. Und dann unsere geliebte Powerrüstung. Weil, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich werde das aber machen ohne eine Powerrüstung zu tragen, sofern ich es nicht vergesse, um eben die Powerrüstung abzuholen und werde dann, ich hoffe, da muss man nichts erschießen, das werden wir dann eh sehen, und werde dann mit der neuen Powerrüstung zurück, ja, nach Sanctuary Hills reisen. Dort werden wir sie dann, wenn es nötig ist, aufmotzen, mit Taschen versehen, was weiß ich, was alles, passt, und ja. Da ist noch eine Powerrüstung. Gut. Noch eine Powerrüstung. Sauber. Ja, die muss ich auch holen gehen. Großartig. Wir haben zu tun. Wir haben viel zu tun. Also bin ich wieder so schier überladen. Weißt du was? Weißt du was? Ich muss die eh holen gehen. Ich muss mir jetzt langsam aufschreiben anfangen, wo hier was ist. Ich werde es hier in das
Kastel hier legen und ein bisschen Zeug, dass ich laufen kann. Dann würdest du bitte eine Rohrzange, ja, die kann einmal da drin verschimmeln. So. So, ich wollte nur rauf und das eine, den einen Raum dann auch, ne? Und so weiter. Den einen Raum, den, ja, den hätte ich gerne noch angeschaut. So. Und selbstverständlich, wir haben auch das ganze Zeugs, was wir gefunden haben, was wir vorn draußen vom Raid schon gebunkert haben, den werden wir dann auch vom Raid, sage ich, Entschuldigung, vom Dungeon, den wir dort gebunkert haben, den werde ich natürlich auch mitnehmen. Jo, jetzt muss ich mich gerade wieder orientieren, Entschuldigung. Wo bin ich? Von da sind wir gekommen. Da unten waren wir, das heißt, es geht hier weiter. Meine Güte, ist das groß hier. Das ist unglaublich groß. Boah, bis da hinten hat es die hingepickt. Ah, nicht schlecht. So. Ja, da haben wir, da muss ich des Öfteren hin und her porten. Du trägst zu viel mit dir rum. Ich glaube, ich weine gleich. Na gut, ihr Lieben, der Part ist eh schon zu Ende. Wie gesagt, ich bring den ganzen Müll da mal raus. Nach Sanctuary Hills und wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Power-Rüstung holen und den letzten Starkern. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!